Landwirt Praxisvideo. Der Schwader ist das Nadelöhr in vielen Silierketten. Wenn die Leistung nicht stimmt, wird das Gras zu trocken oder nachfolgende Erntemaschinen müssen warten. So war es auch bei Alois Kaiser aus Eidenberg in Oberösterreich. Ich bin vorher mit dem Einfachschwader gefahren. Das hat natürlich ziemlich lang gedauert. Ich bin pro Schnitt 40 Stunden unterwegs gewesen da bei deinem Betrieb. Und da hat man viel Zeit zum Überlegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss meine Leistung irgendwie steigern können. Und auch die Hangtauglichkeit soll gegeben sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mir so eine Maschine konstruiere. Das Ergebnis ist ein selbstgebauter Dreifachschwader mit vielen interessanten Detaillösungen. Die beiden seitlichen Kreisel sind fest mit dem Rahmen verbunden und lassen sich hydraulisch anheben. Der hintere Kreisel hängt in einer Dreipunktaufnahme. Man kann ihn jederzeit wieder abbauen und solo einsetzen. Die Maschine erreicht eine Arbeitsbreite von 8,30 Meter und arbeitet wie ein Mittelschwader. Der rechte und der hintere Kreisel transportieren das Futter zur linken Seite. Der linke Kreisel fördert nach rechts. Das Schwad wird dazwischen abgelegt. Schwenkt man den linken Kreisel hoch, arbeitet das Gerät wie ein Doppelseitenschwader. Setzt man bei der Retourfahrt wieder alle drei Kreisel ein, kann man ein Fünffachschwad formen. Sehr vorteilhaft bei wenig Futter. Der hintere Kreisel lässt sich seitlich verschieben. So kann man einerseits dem Abdriften am Hang entgegensteuern, andererseits lässt sich damit die Schwadbreite und Form beeinflussen. Alle Kreisel werden mechanisch angetrieben. Die Kraft kommt von der 540er Zapfwelle und wird in der Mitte des Rahmens mit einem Getriebe verteilt. Zum hinteren Schwader verläuft ein Zapfwellendurchtrieb. Die beiden Seitenkreisel werden mit Keilriemen zum Drehen gebracht. Das ermöglicht eine automatische Abschaltung. Beim Hochklappen entspannen sich die Riemen und der Kreisel bleibt stehen. Die Maschine ist überraschend leicht und stellt nur geringe Anforderungen an den Traktor. Das Zugfahrzeug sollte zumindest 70 PS haben. Das genügt schon, dass man Hanglung bewältigen kann. Sonst braucht die Ausrüstung von Traktor nicht so umfangreich sein. Es genügt ein einfach wirkender Hydraulikanschluss und ein druckloser Rücklauf. Dann steckt man Gelenkwellen an und so kann man eigentlich schon arbeiten. Und tatsächlich, der 70 PS starke Holder-Knicklenker kommt mit dem großen Schwader auch im steilen Gelände gut zurecht. Für mehr Standsicherheit am Hang lässt sich die Achse hydraulisch auf 3,80 Meter auseinanderschieben. Für Straßenfahrten fährt man sie wieder zusammen und schwenkt die beiden seitlichen Ausleger nach oben. Dann ist die Maschine nur noch 2,40 Meter breit. Auch wenn der Schwader selbst gebaut ist, ganz umsonst war er nicht. Wie viel Zeit und Geld hat der Landwirt investiert? Ja, alles in allem sind 1,5 Jahre vergangen, von der Idee bis zur Verwirklichung, dass die Maschine einsatzfähig war im Feld. Und insgesamt habe ich so ungefähr 10.000 Euro investieren müssen an verschiedene Teile, was ich gekauft habe, gebrauchte Schwader, Achsen und so weiter. Alois Kaiser hat mit seinem Schwader die Flächenleistung verdreifacht und kann sich unterschiedlichen Futtermengen flexibel anpassen. Aktuell arbeitet die Maschine in der dritten Saison. Obwohl sie bereits gut funktioniert, möchte sich der Erfinder noch zwei Wünsche erfüllen. Einerseits denkt er über die Möglichkeit von Nachtschwaden nach, andererseits möchte er die Achse bremsen. Für mehr Sicherheit an steilen Hängen. Wir sind gespannt. Einen ausführlichen Bericht vom Kaiserschwader gibt's in der Landwirt-Ausgabe 11 2016. Weitere Videos von selbstgebauten Maschinen findet ihr auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal.